Großes Kino am Tag der offenen Tür der Bayerischen Schützenjugend. Unsere Olympiastars aus Rio gab es aber nicht nur auf der Leinwand, sondern auch zum Anfassen. Zwei oder drei Atemzüge machen und beim ausgeatmeten Zustand sollte er in der Mitte von der Scheibe stehen und löst dann nicht. Hand hoch, wir müssen ausprobieren. Natürlich wollte unser Nachwuchs das Schießen ausprobieren. Aber die Geschichten unserer Olympioniken waren mindestens genauso spannend. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und so viele Sachen erlebt, bin in der ganzen Weltgeschichte umeinander gereist. Und also ich glaube, toller kann es eigentlich nicht laufen. Ich bin 100.000-prozentig glücklich mit dem, was da jetzt in der Vergangenheit passiert ist. Und heute dort zu sein und so viele junge Leute zu sehen, denen es vielleicht genauso geht, ist ein fantastisches Gefühl und ich hoffe, dass wir heute recht viel Spaß miteinander haben. Stellt euch vor, ihr geht in London oder in Rio oder das nächste Mal in Tokio in ein Fußballstadion, da wo 80.000 Menschen drin sitzen und ihr geht da rein, alle jubeln euch zu und das ist einfach, das ist unfassbar. Das ist ein Feeling und das habe ich gesagt, das möchte ich einfach wiederholen, weil das ist unbeschreiblich, das kann man keinem erklären oder erzählen. Muss ja jeder erlebt haben. Wer dann bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris oder 2028 in Los Angeles dabei sein möchte, muss natürlich jetzt mit dem Training beginnen. Unsere Silbermedaillengewinnerin Monika Karsch gab Starthilfe und pushte natürlich die Pistolendisziplinen. Generell brachten viele Trainer und Ehrenamtliche dem Nachwuchs das Schießen näher. Alles für die Jugend an diesem Nachmittag. Also zunächst erstmal das Ziel, dass wir hier ganz junge Schützen mal ansprechen und motivieren, einen tollen Tag organisieren, an dem sie wirklich mal sagen, Mensch, ich habe dort die absoluten Stars gesehen, konnte auch mal das Luftgewehr Dreistellung mal erleben. Es ist ja der gesamte Trainerstab vom BSSB, also Bezirkstrainer und Kadertrainer hier anwesend. Und wenn die Sportler heute nach Hause gehen, die ganz Kleinen, und sagen, Mann, das war ein richtig toller Tag, wo wir mal wirklich was richtig Tolles erlebt haben, dann ist das Ziel mehr als erfüllt. Aber auch jenseits des Schießstands war natürlich allerhand geboten. Die Bayerische Schützenjugend organisierte eine Tombola und ein Riesenrun war dann auf die Autogramme unserer Schützenstars. Ja, wir schauen uns aus, so Olympiateilnehmer von denen ein Autogramm zu geben. Ja, das ist eigentlich ja schon cool, weil es uns Spaß macht. Ja, und Maxi war bei unseren Minis ganz hoch im Kurs. Gefragt nach dem Lieblingsschützen. Maxi? Also man ist nie fertig oder nie perfekt. Von dem her gibt es immer was zum tun und das finde ich einfach super, wenn man immer an der Perfektion arbeiten kann. Also ich habe eine neue Stellung kennengelernt und zwar im Lügenschießen und das hat Spaß gemacht. Das Wichtigste beim Lügenschießen ist eigentlich, dass man die Hosen nicht unbedingt braucht. Also es ist ein bisschen angenehmer, wie der Brudi vorher schon gesagt hat, man kann sie einfach auf den Bauch legen. Einfach mal was anderes auszuprobieren, dass Schießen nicht nur stehend ist, sondern die Faszination eben der drei Stellungen. Der Skisport hat an diesem Nachmittag sicherlich viele neue, junge Herzen erreicht und hat gewiss die ein oder andere Nachwuchshoffnung motiviert, jetzt so richtig durchzustarten. Und gerade das Schützenwesen hat ja neben dem Sport noch so viel mehr zu bieten. Es ist einfach der Zusammenhalt, der einfach für jeden vorhanden ist. Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Wir alle haben der Barbara mitgefiebert, auch dem Brudi mitgefiebert hier in München. Es ist einfach das Miteinander, wo einfach so viel bedeutet und jeder lernt von einem anderen und das ist einfach sehr viel wert und deswegen macht es einfach so viel Spaß.